Aber ich würde einfach sagen. Leute. Leute! Hype! Jetzt geht's los! Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Okay, Leute. Ist ja ein super Spot. Ah, ja, Moment. Zum Glück bin ich in die richtige Richtung auch rausgegangen. Direkt hier erstmal zu bauen. Habe ich ja gar keine Lust rauszulaufen. Ach du Heiliger. Okay, ich würde sagen, also Hauptmission ist jetzt erstmal hier ein bisschen Level farmen. Dies, das. Danach müssen wir in der Oberwelt unbedingt irgendwie an Kühe kommen oder noch ein Dorf suchen oder mal auf Erkundungszug gehen, um uns Leder zu suchen. Beziehungsweise Bücherregale. Um dann zu enchanten ordentlich. Oh Mann, irgendwie ist das hier gerade schon ein bisschen aufregend. Muss ich ja wirklich gestehen. Und irgendwie will ich hier auch ganz schnell wieder raus. Level Farm ist gar nicht so mein Ding. Ich würde sagen, wir farmen, bis ich 30 habe. Danach gehe ich raus. Und dann heißt es Erkundungstour. Dann heißt es ganz spannende Erkundungstour, Alter. Oh Mann. Ich habe so Angst, dass sie gleich einfach ein Gas um die Ecke kommt und mich einfach umbringt. Einfach so richtig auf einen 30er Basis, einfach so richtig warm, Lava, irgendwas. Und ich sterbe hier einfach. Mit all den Leveln, all dem Zeug, was ich habe. Oh nein. Darauf hätte ich echt gar keine Lust. Das Ding ist, ich überlege auch, ob ich eine... Es gibt ja so eine Nether-Farm. Ich hoffe, die geht in 1.14 noch, keine Ahnung. Dass man über den Nether sich buggt, im Prinzip. Buggen in Anführungszeichen. Und dann hat man da die heftigste Level-Farm des Todes. So. Könnte man definitiv auch bauen. Ist keine Frage. Aber Problem ist halt, dass ich erstens nicht weiß, ob die noch funktioniert. Und zweitens, ja, ein zweites Problem gibt es eigentlich gar nicht. Man könnte sie auf jeden Fall bauen, so. Das dauert aber halt alles eine Weile noch, bis wir so weit sind, Alter, dass wir das bauen können. Ich habe gleich schon genügend Level, ne? Das Ding ist, Leute, ich will mit Quarz. Das Ding ist, mit Quarz kann man auch richtig geil bauen, so. Habe ich auch vor und ich werde mir mal kurz die Koordinaten screenshotten, damit wir immer wieder hierhin zurückfinden. Und da ist eine Festung, oder? Wisst ihr was, wir gehen jetzt die Festung looten. Wir gehen jetzt die Festung erkunden, Alter, let's go. Machen die Druckplatten irgendwas? Nee. Oh nein, geh doch weg. Geh doch weg. Nein, lass mich. Allein diese Stöhnen schon wieder. Nee, da habe ich schon wieder gar keine Lust. Nee, geh weg. Alter. Was ein Vieh. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt am ehesten zu dieser Festung? Ich glaube, hier einfach runter. Ich glaube, einfach hier runter. Und dann müssen wir irgendwo da rauskommen. Oder irgendwann da rauskommen. Ich werde das mal kurz mit meinen anderen Picken machen. Keine Lust, dass ich mir hier noch meine Dia-Picke kaputt mache. Na, hier irgendwo muss doch... Ja, hier. Oh, da ist ein Blaze-Spawner. Oh, nee. Ich habe richtig Schiss, hier einfach zu sterben, weil ich die 1.14.0 kenne. Also wirklich so gar nicht kenne. So, Leute, wir merken uns hierher. Muss ich zurückfinden. Hierher, wo die ganzen Blöcke sind. Dass ich wieder... dass ich wieder nach Hause komme. Oh Mann. Das wird gleich stressig. Das wird gleich richtig stressig. Hopp. Und das Glowstone. Glowstone nehme ich auch gleich mal mit. Okay. Eine schreckliche Festung. Oh ja. Erfolg. Alter, hier brauche ich jetzt nur irgendein Vieh runterschießen. Und ich bin einfach dead. Ich bin dann einfach dead. Ich baue mich hier mal immer ein bisschen safe. Weil ich echt keine Lust habe, hier jetzt zu sterben, weil ich einfach ein Noob bin. Oh Mann. 54 schon. Ich will halt ein bisschen mitnehmen.
Weil Glowstone können wir vor allem dann im Untergrund auch gut benutzen, um Licht zu machen. Hallo, Freunde. Ja, hallo. Und Blazes brauchen wir für... Nein, brauchen wir für... die Tränke und halt zum Tränke brauen an sich, Alter, meine Sprache ist schon richtig am Arsch. Mein Gehirn ist einfach Matsch. Das Ding ist, es gibt doch auch hier Blazes Farm, oder? Gibt es Blazes Farm? Blazewoods Farm, also so richtige Farm, wo man die so richtig easy farmen kann. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bin aber der Meinung, die gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, die können wir dann bestimmt auch später bauen. Und warum ist diese Animation in dem Texture Pack so komisch? Habe ich irgendwas aus? Nein. Nichts aus. Alles an. Okay. Nee, Leute, alles gut. Ach, wisst ihr was? Der Spawner langweilt mich. Ich habe jetzt 2 Blazers, damit kann ich erstmal Braustände machen und Dingens brauen. Stärke. Und das reicht mir erstmal. Ich will erkunden, Alter. Hallo, Freunde. Na? Wenn du mir direkt einen Kopf droppst, dann bin ich echt begeistert. Mist. Hätte ja klappen können. Ach du Scheiße. Geht's da tief runter? Da hinten geht's weiter. Oh Mann, ich finde doch nie wieder nach Hause. Nie wieder finde ich nach Hause. Oh, ich habe richtig Angst. Ja, okay, das zum Thema, die Festung geht da weiter. Hier geht gar nichts weiter, Alter. Das hier Level 30 ist immer noch die Mission einfach. Dass wir wieder ordentlich sauber mit Level 30 nach Hause kommen. Und dann dort, würde ich sagen, gehen wir direkt auf die nächste Erkundungszone, suchen mal ein Dorf und gucken uns mal die Welt genauer an und so. Und wenn wir das Dorf haben, können wir, glaube ich, wieder nach Hause, um dann den Enchanter zu machen und so. Aber mal sehen. Ich glaube, das wird ganz interessant jetzt noch bald in den nächsten Tagen. Für euch vor allem. Und auch für mich. Aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Da ist noch ein Spawner. Und hier sind einfach irgendwo 2 so eine Viecher. Und da geht's auch weiter. Oder da ist einfach eine andere Festung. Ich bin mir selbst noch nicht so richtig sicher. Und oh nein, das ist gerade eine ganz doofe Situation. Ich habe zum Glück einigermaßen gute Rüstung, dass ich nicht direkt gefühlt verbrenne. Und hier relativ gut killen kann. Und Alter, die spawnen hier einfach nicht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Ah, da sind wieder ein paar. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, wo ich hingehen soll. Aber mal sehen. Hopp. Ich würde sagen, wir gehen mal hier links. Und dann gehen wir mal nochmal links. Oder bauen uns da einfach runter, weil da ist definitiv noch was. Und dann gleich mache ich mich auch wieder nach Hause, Alter. Ist ja schlimm. So. Das Ding ist, irgendwann haben wir einfach so einen Status erreicht, wo wir halt einfach nicht mehr farmen müssen. Oder nicht mehr irgendwas machen müssen, weil wir halt einfach so rich sind. Ist ja, weil wir halt einfach alles haben dann. Und hier geht das doch safe weiter mit der Festung hier irgendwo. Hier ging das doch weiter, oder? Oh Mann, nee, ich vertraue meinem Orientierungssinn gerade nicht. Und hallo, hallo, Freunde. Oh Mann. Oh nein. Okay, sie haben irgendwie geschossen, aber irgendwie auch nicht. Okay, ich bin ausgewichen. Zack. Und hopp. So. 4 Blazewoods schon. Super. Und da drüben. Die Frage ist, ist das da drüben eine andere Festung? Ich glaube nicht, ne? Das ist aber Soul Sand. Ich will den Soul Sand haben. Ich gehe mir nochmal Soul Sand holen. Vor allem für Fahrstuhl, ne? Ich will ja einen Fahrstuhl bauen. Und da sind auch Magma-Blöcke. Oh nein. Ich habe es gesagt, ich überlebe das nicht. Dann nehmen wir uns davon direkt ein paar mit und dann können wir Fahrstühle bauen.
dass wir besser in unsere Base hochkommen. Weil ich denke, das ist wesentlich einfacher, als wenn wir die ganze Zeit da hochschwimmen. Und aua. 35 Stück, die sollten erstmal reichen für ein paar Fahrstühle. Und dann nehme ich noch den Soul Sand mit. Und what the fuck sind das für Netherspawn-Festungen? Lol. Und ich habe natürlich, wie ich leib und lebe, habe ich meine Schaufel weggepackt. Aber ich crafte mir jetzt keine neue, ich nehme einfach nur 10 Stück mit oder so und dann gehe ich hier wieder weg. Ach, dieses Stöhnen. Diese Viecher sind so ekelhaft einfach. Oh, ich hasse sie. Oh, das macht mich richtig Paranoia im Kopf gerade. Ich komme darauf gar nicht klar. Ist ja so widerlich, wenn die ganze Zeit stöhnen. Uäh. Absolut eklig. Schnell raus hier aus der Hölle. Ich nehme jetzt hier noch sicherheitshalber einfach ein paar mit. Ich glaube, die ziehen einen runter im Wasser, soweit ich weiß, oder? Ziehen die einen hoch. Und dann geht's hier weg, Alter. Raus hier. Mist. Ich bin von da gekommen, ne? Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Oh Mann, ich will einfach wieder nach Hause. Ich will einfach wieder zurück. Zurück zur Base. Oh Mann, schnell weg hier. Schnell raus einfach. Einfach ganz schnell raus. Oh Mann, das macht mir richtig Angst hier. Ich rede so gar nicht gerade. Weil ich einfach so richtig mir denke, Alter, was geht hier ab? Und warum ist das Feuer nicht animiert? Ich habe doch alles. Ah nein, habe ich nicht. Oh Mann, ich döde. Ich denke mir die ganze Zeit, hä, warum sieht denn das alles so komisch aus? Dabei habe ich es halt einfach gar nicht an. Lol. So, ab nach Hause. Ab nach Hause, schnell wieder nach Hause. Kurz vor Level 30. Level 30 bekomme ich dann wahrscheinlich auch durch die Villager und so. Und jetzt schnell. Ab geht's. Mache ich hier gleich größer das, den Durchgang. Hier kann ich mir jetzt kurz vor Level 30 schnell huschen. Und dann geht's ganz schnell wieder zum Netherportal weg hier, Alter. Wie, was für eine Kackatmosphäre das einfach in diesem Nether immer wieder ist. Immer wieder, immer wieder. So. Dann schnappe ich mir ja Level 30. Sehr gut. So, dann geht's ab nach Hause. Endlich. Oh Mann, Mann, Mann. War das Kacke hier. Ich mag den Nähte echt nicht. Es ist einfach nur so eine Kackatmosphäre, ich weiß nicht. Tschüss, Freunde. Bis irgendwann. Und hallo Welt, ich bin wieder da. Lol. Wo bin ich? Was mache ich hier? Und warum hat mich mein Netherportal nicht wieder nach Hause gebracht? Hä? Hallo, kann ich jetzt... Hä? Hilfe? Warum kannst du mich nicht nach Hause bringen? Bring mich doch nach Hause. Nein, wo bin ich? Oh nein. Hilflos verschollen. Am anderen Ende der Welt. Nein, Leute, ich glaube, ich habe noch die Koordinaten so einigermaßen im Kopf. Falls nicht, muss ich sie jetzt gleich aufmachen. Oh, warum bringt mich das denn nicht nach Hause, sondern einfach wo komplett anders hin? Was ist das denn für ein Müll? Jetzt muss ich nach Hause laufen. Ja, Leute, das ist zur Erkundungstour. Und Suche nach einem Villager-Dorf. Hier ist die Erkundungstour. Das Ding ist... Ich weiß halt nicht mehr genau, wo die Koordinaten waren. Ich bin der Meinung, wir sind auf jeden Fall nicht so weit weg. Aber halt auch nicht so nah dran, ne? War ich hier schon mal? Das ist die Frage. War ich hier schon mal? Ich war hier noch nie. Ich war hier, glaube ich, wirklich noch nie. Leute, ich öffne mir ganz kurz die Koordinaten. Zu Hause ist genau 100 Blöcke weg nur. Alles easy, alles kein Problem. Ich hab doch gesagt, wir sind schon mal in der Nähe. Und ich war der Meinung, dass ich hier auch schon mal war. Aber halt 100 Blöcke weiter weg, ne?
Ja, seht ihr, da ist es schon, unser Bi. Ja, guck mal, da unten haben wir unsere Setzlinge gefarmt. Da ist mir aufgefallen, dass Stöcke existieren. Und hier geht's jetzt wieder nach Hause. Abfahrt. Da steht sogar eine Werkbank von mir, also es hätte mir echt früher auffallen können. Ich glaube aber, ohne den Screenshot hätte ich nicht nach Hause gefunden, bin ich ehrlich. Aber wer ahnt denn aber auch, dass einfach das Netherportal dich wieder woanders rausschmeißt? Wie soll ich in dem Netherportal jetzt vertrauen, dass ich da nochmal reingehen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass es mich wieder woanders rausschmeißt? Lol. Also wenn ich da jetzt wieder reingehe, werde ich doch locker wieder bei dem Netherportal hier hinten rausgeworfen, oder? Weil ihr müsst mich da mal in den Kommentaren drüber aufregen. Oh, Kühe, ja, ich brauche Leder. Komm her, zack. Da ist auch eine, die hole ich jetzt aber nicht. Ich will einfach wieder hoch auf meinen Berg, bitte. Hallo? Ja, hier ist mein Berg. Hallo, Leute, ich hab alles hier so vermisst. Und auch, nee, euch Skeletten habe ich echt nicht vermisst, sorry. Oh, aber das sieht, hier unten sieht auch heftig aus. Oh, hier kann man so viel bauen, Leute. Ach, ich freue mich da schon richtig drauf. So, und hier müssen wir hoch. Zwei Lamas. Sie fighten die gerade gegenseitig? Nee, die fighten gerade gegen irgendwas anderes. Ah, da ist wieder dieser, das war dieser Villager wieder, ne? Mit seinen Lamis. Die habe ich ja letztes Mal schon gesehen. Ich hasse dich, Netherportal. Ich hasse dich einfach. Ekelhaft. So, dann machen wir direkt eine Netherkiste, wo jetzt alles Zeug vom Nether reinkommt. Hopp, 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 hopp. Zack, zack, zack. So. Bam, und dann schnappe ich mir jetzt mein Zeug, räume noch ein bisschen was weg. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.